soll er leben, hoch soll er leben, dreimal so hoch. Groß soll er werden, groß soll er werden, dreimal so groß. Gesund soll er bleiben, gesund soll er bleiben, dreimal so gesund. Bravo! Ein wirklich schöner Familiengeburtstag. An Festtagen wie diesen wird einem bewusst, wie schnell die Zeit vergeht, wie schnell Kinder groß werden. So viel Fröhlichkeit, so viel Freude, sind die Kinder doch der Mittelpunkt unseres Lebens. Haben wir nicht ein großes Glück, ihnen eine unbeschwerte Kindheit schenken zu können? Und dann stell dir vor, du musst einen Marathon laufen. Jetzt und sofort. Ohne Vorwarnung. Du weißt aber nicht, wie lange er geht. Hinter jeder Biegung könnte noch ein Kilometer warten. Und dann noch einer und dann noch einer. Aber du musst dir die Kraft einteilen. Bis zum Schluss. Stell dir vor, dieser Marathon geht auf Leben und Tod. Und jetzt stell dir vor, diesen Marathon musst nicht du laufen, sondern dein Kind. Und du kannst nur daneben stehen und zuschauen. Das Liebste und Verletzlichste, das du auf der Welt hast. Und du kannst es nicht beschützen. Worauf haben wir nicht geachtet? Wie hat das passieren können? Aber die Wahrheit ist, dass es jedes Kind treffen kann. Völlig unabhängig von sozialer Schicht oder Umwelteinflüssen. Es passiert einfach. Und dann musst du rennen, so schnell du kannst. Heute hat ein Kind eine 80-prozentige Chance auf vollständige Genesung. Aber das Leben ist leider keine Statistik. Schön langsam schrumpft dein Leben auf die Größe eines kleinen Krankenhauszimmers zusammen. Und in dir wächst dieses unfassbare Gefühl, nämlich die Angst, dein Kind zu verlieren. Und wie soll ich jetzt meinem Kind erklären, warum Mama und Papa so traurig sind? Maschinen, Therapien und Befunde geben jetzt den Takt vor und bestimmen dein Leben. Jeder neue Bluttest kann dein Schicksal verändern. Wie entwickeln sich die Werte? Dauert das alles noch einen Monat oder vielleicht noch ein Jahr? Ein Marathon ohne zu wissen, wo das Ziel liegt. Man denkt nicht mehr an das nächste Monat. Man denkt nicht mal an die nächste Woche. Man versucht jede Sekunde zu genießen, in der nur ein klein wenig Normalität herrscht. Die Ärzte und Schwestern in den onkologischen Spezialabteilungen verfügen über ein fundiertes Wissen, die Behandlung von Krebs bei Kindern betreffend. Aber für alles können sie auch nicht da sein. Und so muss man vieles allein bewältigen. Das Projekt Familienlotse versucht, Familien in schwierigen Phasen einer Krebstherapie dabei zu unterstützen, ein Leben in Normalität zu führen. Die Familienlotsen sind speziell ausgebildete Therapeuten und verfügen über jahrelange Erfahrung in der Betreuung von Familien erkrankter Kinder. Sie sind in das Behandlungsteam des St. Anna Kinderspitals eingebunden und wissen so genau über den Zustand und die Situation eines Patienten Bescheid. Die so schwer begreifbare Diagnose Krebs beim eigenen Kind und die notwendigen Behandlungsschritte sind für Eltern kaum zu bewältigen. Eine schmerzhafte, lebensverändernde Erfahrung. Die Familienlotsen wissen genau, was eine solche Diagnose für eine Familie bedeutet und sind immer über die akute Situation bis ins Detail informiert. Sie unterstützen die Betroffenen mit großer Umsicht und Erfahrung und helfen den Eltern dabei, mit dieser schwierigen Situation umgehen zu lernen und alle neuen Informationen über den Krankheitsverlauf zu verarbeiten. Die Familienlotsen sind gleichermaßen im Spital wie zu Hause tätig und helfen der Familie über diese Phasen hinweg, ein so gut es geht geregeltes Leben zu führen. Ihre Erfahrung und ihr Wissen um die Therapie und deren Folgen bringen die Familienlotsen in eine einzigartige Position. Die Familie findet in ihnen vertraute Ansprechpartner und Begleiter. Reden
ohne sich erklären zu müssen. Auch wenn die Freude über die vorübergehende Heilung groß ist, dein Kind wieder in die Schule gehen und seine Freunde treffen kann, die Familie wieder gemeinsam Geburtstag feiert und die Eltern endlich auch wieder genug Zeit für die Geschwister haben, beherrschen die Folgen noch immer das gesamte Familiengeschehen. Und auch in diesen Situationen stehen die Familienlotsen den Betroffenen mit ihrer Erfahrung zur Seite und helfen den Familien, ihr Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Das Projekt Familienlotse ist ein Projekt der Kinderkrebshilfe Elterninitiative für das St. Anna Kinderspital. Es wurde von betroffenen Eltern ins Leben gerufen und wird zur Gänze von Spendengeldern finanziert.